Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum zweiten Weekly Reading in 2019 und herzlichste Grüße von meinem Fußboden. Ich spiele gerade noch ein bisschen mit Milo, der ist heute nicht tot zu kriegen. Aber das Gute ist, ich kann wieder, das Vieh ist auch schon wieder kaputt, ich kann wieder werfen und er kann wieder holen und er kann wieder rennen und das heißt, er kann wieder Energie verbraten. Juppie! Ah, und der Hund schläft dann wenigstens nachts wieder ruhiger. Ja, ich hatte ja eigentlich gesagt bei meinem letzten Weekly Reading, dass ich vielleicht im Anschluss gleich ein zweites Weekly Reading drehen werde. Nope. das letzte Weekly Reading ist jetzt, glaube ich, 2 Wochen her, dass ich damit aufgehört habe. 1,5 Wochen, irgendwie so. Also es ist schon einige Zeit jetzt wieder vergangen dazwischen. Ich habe jetzt auch nicht so monströs mega viel gelesen in letzter Zeit, dass ihr da sehr viel verpasst habt. Ich habe gelesen All I Want for Christmas von Julia K. Stein. Ist eine richtig süße winterliche Geschichte. Ich würde jetzt nicht direkt sagen weihnachtliche Geschichte. Sie spielt zwar so in der Vorweihnachtszeit. Ich finde aber, dass Weihnachten jetzt hier nicht so ein Riesenthema ist. Ich finde mehr das Thema ist hier Winter und kalt und ja, das wird halt eher so thematisiert als jetzt direkt Weihnachten. Deswegen finde ich, kann man das Buch auch echt noch gut jetzt so im Winter lesen. Und ach verdammt, das war der Trinknapf? Nein, das war nicht der Trinknapf. Ja, auf jeden Fall hat mir das Buch gut gefallen. Ist eine richtig süße, schnuffelige Geschichte. Ist kein Buch, wo ich jetzt total ausgerastet bin, weil es einfach so mega gut war. Aber es ist eine richtig süße Geschichte, so für zwischendurch. Kann ich euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr solche Geschichten mögt. Schaut euch das Buch auf jeden Fall an. Ansonsten habe ich noch gelesen Player von V. Keelan. Das ist der zweite Teil dieser Reihe. Ich weiß jetzt nicht, wie die Reihenbezeichnung ist. Wartet mal. Hier steht nur eine Dirty Office Romance. Keine Ahnung, ob das jetzt eine Reihenbezeichnung ist oder was das jetzt genau ist. Huch, jetzt hast du mir den hier gebracht. Jetzt hat er mir seinen Affen gebracht. Okay, ja, auf jeden Fall habe ich, dieses Ding hier reflektiert immer total und das Licht ist heute auch hier wieder der Hit. Auf jeden Fall habe ich Player gelesen von V. Keelan, den zweiten Teil dieser Reihe und das hat mir mega gut gefallen. Ich fand, es war eine richtig gute Geschichte, auch wieder voll süß, kitschig, überzogen, klischeebehaftet, also voll meins. Und ja, wenn ihr solche Bücher mögt, schaut euch Player von V. Keelan auf jeden Fall an. Ich fand es richtig, richtig gut, ich habe mega gelacht. War nicht ganz so gut wie Stay, war ein bisschen schwächer, aber es ging in die Richtung auf jeden Fall. Man hatte Fremdschämen-Momente, man hatte traurige Momente, man hatte gefühlvolle Momente, man hatte lustige Momente. Also das Buch war auch wirklich wieder eine richtig gute Mischung, hat mir sehr gut gefallen. Aktuell gerade lese ich Broken Darkness von, Gott, wie heißt die Autorin? Wartet mal, ich kann es euch ja mal zeigen. M.O. Keefe. Ich weiß nicht, wie die gute Frau mit richtigen Namen heißt hier. Broken Darkness lese ich gerade. Bin ich so ungefähr bei der Hälfte? Habe ich bis gerade eben gelesen, bis, naja, Hans Wurst hier kam und meint, hey, ich will noch spielen, ich habe noch Energie. Und ja, jetzt mache ich gerade, ich muss mich mal wieder auf meinen Hintern setzen. Jetzt mache ich gerade eine Lesepause und kämpfe hier noch ein bisschen mit dem kleinen Baby. Was kann ich euch zu Broken Darkness erzählen? Dieses Buch hat mich am Anfang verwirrt. Es ist anders als andere Bücher auf jeden Fall. Es ist vom Erotikanteil recht hoch, auch wenn unsere zwei Hauptcharaktere sich noch nicht begegnet sind. Das muss ich dazu sagen. Es ist aber sehr prickelnd und alles. Und ja, wie gesagt, der erotische Anteil ist halt recht hoch. Es ist auf jeden Fall eine Geschichte, die man so nicht alle Tage liest und ich auch so noch nicht gelesen habe. Es ist einerseits sehr brutal ehrlich, sehr gefühlvoll, sehr traurig, sehr dramatisch. Und wie gesagt, am Anfang für mich etwas verwirrend, ich da so richtig durchgeblickt hatte. Aber es ist halt auch eine richtig schöne Geschichte. Also ja, dieses Buch ist wieder so ein Buch, was nicht jedem gefallen wird, das weiß ich jetzt schon. Es wird Leute geben, die sagen, boah, was denn das für ein Scheiß, sowas Hohles. Aber ich finde, man muss sich da wirklich gut hineinversetzen können in die Charaktere. Man muss die Situation dieser Charaktere verstehen können. Sonst ist das Buch wirklich nichts für einen. Es geht jetzt nicht in die Richtung von Vicious Love oder so, aber es geht in diesem Buch um Annie und Annie ist vor ihrem gewalttätigen Ehemann geflüchtet. Also er hat sie quasi auf dem Küchenboden zusammengeschlagen und sie ist ohnmächtig geworden. Und als sie aufgewacht ist, hatte sie quasi einen Sinneswandel und hat gedacht, hey, wenn ich jetzt nicht abhaue, der bringt mich irgendwann um.
Und deswegen hat sie gewartet, bis er nachts schläft, hat alle Kohle, die sie finden konnte, ihre nötigsten Sachen gepackt und ist auf und davon. Und hat sich jetzt in einem kleinen, heruntergekommenen Trailerpark quasi erstmal niedergelassen, um sich zu verstecken. Und versucht jetzt ein neues Leben zu beginnen. Und in diesem Trailerpark, in diesem Wohnwagen, den sie dort gemietet hat, findet sie ein Telefon. Und dieses Telefon klingelt. Und Annie versucht nicht dran zu gehen, aber die Neugierde siegt, wer Dylan ist. Und sie geht ran und sagt halt, dass das nicht die Vorbesitzerin ist, die dort rangeht, sondern wer neu ist. Und dann unterhalten die beiden sich. Und dieses Gespräch setzt einiges in Annie in Gang. Ja, die beiden telefonieren dann immer wieder miteinander und ja, mehr verrate ich jetzt nicht. Was mit den beiden dann alles passiert, das müsst ihr selber herausfinden, aber es wird auf jeden Fall sehr dirty, das kann ich nur sagen. Und ja, ich bin jetzt bei der Hälfte vom Buch ungefähr und die beiden haben sich immer noch nicht getroffen, was aber absolut nicht schlimm ist, was man auch nicht so merkt, denn es passiert in Annies Welt noch so viel drumherum und auch bei Dylan in seiner Welt, lernt man Stück für Stück neue Dinge, wo man halt auch lernt, wer er eigentlich ist. Man fragt sich die ganze Zeit bei ihm auch so, was ist bei ihm los? Man hat so einzelne Puzzleteile und das passt aber alles noch nicht so zusammen. Bei ihr weiß man es schon im Groben, was da halt alles so im Argen ist, aber da gibt es auch noch so ein, zwei Situationen, wovon sie immer andeutet, dass da was passiert ist, aber man weiß noch nicht, was passiert ist. Und das ist echt gut gemacht, weil man da natürlich dranbleiben möchte. Man möchte wissen, was mit Dylan los ist. Man möchte wissen, was sein Geheimnis ist. Man liest das Buch auch stückchenweise aus Dylans Sicht, was ich richtig gut finde. Und ja, es ist eine etwas andere Geschichte. Sie ist teilweise schon sehr abstrus, möchte ich sagen, durch dieses Ganze, wie die beiden halt auch miteinander telefonieren, so von Anfang an. Annie sagt zwar, dass das eigentlich absolut nicht ihr Ding ist und dass sie das auch selber komisch findet, dass sie sofort so ein Vertrauen in diese Person setzt, aber es ist halt trotzdem irgendwie recht abstrus. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich sowas geben könnte, würde, sollte. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall mag ich die Geschichte sehr. Ich mag Annie, ich mag Dylan, ich mag die Charaktere so drumherum. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt hier weitergeht, was jetzt hier noch alles passiert und wann die beiden sich endlich mal treffen. Meine Güte! Alter Falter, da bin ich jetzt auch so gespannt drauf. Und ja, ich mag Broken Darkness bisher sehr. Wie gesagt, das ist definitiv mal etwas anderes. Aber ich labere schon wieder viel zu viel über das Buch, wo ich sowieso eine Rezi machen muss, weil es ein Rezensionsexemplar ist. Pata! Bei den anderen Büchern, wo ich keine Rezi-Exemplare habe, erzähle ich irgendwie auch nicht so viel. Warum? Susi, warum? Ah, naja gut. Broken Darkness ist halt das Buch, was ich aktuell lese und was mich halt auch von der Thematik her recht beschäftigt. Weil ich finde, so Bücher mit so ernsteren Themen, mit häuslicher Gewalt und so, sowas kann ich immer nur bedingt lesen. Ich meine, man sagt immer sehr schnell, ja, dann verlass den Kerl doch. Aber ich glaube, wer noch nie in so einer Situation war, noch nie so unter psychischem Druck gestanden hat, solche Ängste durchgestanden hat, so ein Mensch kann das überhaupt nicht beurteilen. Und dieser Spruch, ja, dann verlass ihn doch, ist da leichter gesagt als getan. Und ja, ich finde das Buch wirklich richtig, richtig gut. Ich kann sie total verstehen. Wie gesagt, es ist alles so ein bisschen weiter hergeholt. Aber ich mag es und ich bin gespannt, was jetzt noch passiert und wie das Ganze hier weitergeht und ja, I like! Ansonsten, was könnte ich euch noch erzählen? Vielleicht zum Gewinnspiel. Hatte ich euch ja letztes Mal schon erzählt, dass ich da was in Vorbereitung habe. Habe ich leider immer noch in Vorbereitung. Und ich hatte jetzt eigentlich alles soweit durch und hatte für mich alles abgehakt. Jetzt kam heute noch eine Mail von einem Verlag. Hallo! Wir würden dir auch noch ein Buch spenden für die Verlosung. Ich dachte so, ah, kann ich das Gewinnspiel wieder nicht drehen, weil ich jetzt wieder warten muss, bis ich dieses Buch von diesem einen Verlag noch habe, ich das Gewinnspiel aufdrehen kann. Und das ist echt gerade so ein bisschen, was mich selber nervt, weil ich habe soweit hier alles fertig. Ich habe die Pakete vorbereitet und ja, ich warte noch auf zwei Pakete von zwei Verlagen, wo die Bücher auch noch nicht da sind, aber die sollten eigentlich die Woche kommen. Und dann, wie gesagt, jetzt hat der eine Verlag heute noch geschrieben und dann warten wir ab, warten da! Die Rückmeldung kommt und das Buch. Und wenn ich das dann habe, dann kann ich endlich das Gewinnspiel drehen. Oh, das ist so Sackgang. Ey, hätte ich das echt gewusst, dass das solche Ausmaße annimmt und dass das doch so lange dauert. In der Vorbereitung hätte ich das vielleicht schon mal eher angestoßen. Aber ich hätte halt nicht gedacht, dass da wirklich so viele Verlage auch mitmachen. Also hammer, hammer hart. Und ja, ich freue mich aber, wenn es dann endlich online geht, dieses Gewinnspiel. Oh, ey Leute. Und an der Wende macht gar keiner mit. Das ist so meine Angst. Dass irgendein Buchpaket scheiße ist in der Zusammensetzung und alle sagen, das ist doof, das will ich nicht. Ja, mehr kann ich jetzt auch nicht sagen. Milo wartet, dass ich sein Bubu wieder schmeiße. Er lässt nicht los.
Gesundheit. Schnupfst du hier rum? Ach ja. Ansonsten, mehr gibt es jetzt eigentlich auch gerade nicht zu erzählen. Mehr fällt mir gerade nicht ein. So viel passiert ja in meinem Leben, Gott sei Dank auch nicht. Ach so, doch, vielleicht könnte ich euch noch erzählen. Ich war gestern mit Milo nochmal beim Tierarzt. Nochmal zur Abschlussbehandlung für sein Bein. Der Arzt wollte sich das Ganze nochmal angucken. Es ist alles super verheilt. Er hat sich das andere Beinchen, was ja jetzt noch nicht operiert ist, auch nochmal angeguckt. Da ist auch alles im grünen Bereich. Und solange wie er weiter so stabil bleibt und auf beiden Füßen läuft, keine Beschwerden hat, wird jetzt das zweite Bein auch erstmal nicht operiert, weil es sich ja von alleine reguliert hat. Und ja, die Behandlung ist jetzt quasi abgeschlossen, was diese ganze OP-Kacke hier mit dem Kreuzbandriss betraf. Und ich bin da so happy drüber. Und ja, eine Sache, die ich jetzt komplett abhaken kann. Mein Hund ist wieder gesund. Yippie! Zumindest was das betrifft. Mehr fällt mir jetzt aber auch wirklich nicht ein, was ich euch erzählen könnte. Ich würde sagen, ich melde mich später. Bis da. Hallo, guten Tag. Ich dachte mir, ich melde mich nochmal für mein Weekly Reading. Ist schon ein paar Tage her, dass ich mich gemeldet habe, aber es ist in den letzten Tagen halt auch wieder mal nicht so viel passiert bei mir. Aber ich dachte mir, ich gebe euch mein Update, weil ich jetzt gerade wieder mal gedreht habe und dann dachte ich mir, könnte ich gleich mal noch ein Update drehen. Ja, ich habe gerade 3 Videos gedreht, so für morgen noch den Lesemonat und für nächste Woche Mittwoch und Sonntag schon noch das Video. Milo wartet, dass wir jetzt endlich rausgehen. Der liegt hier auf dem Fußboden und chillt hier so rum. Und meine Oma ist bestimmt auch schon in den Startlöchern. Mit der gehe ich ja jetzt immer spazieren, dass sie so ein bisschen rauskommt und an die Luft kommt. Und die muss ich jetzt auch gleich nochmal anrufen. Und dann muss ich mich fix umziehen und dann geht's los spazieren mit der Oma. Wir haben heute auch echt schon wieder Tauwetter. Gestern hat es geschneit ohne Ende und es war mega kalt. Und jetzt Tauwetter. Also es ist einfach furchtbar bei uns mit dem Wetter dieses Jahr. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und dann wundert man sich, wenn man Kopfschmerzen hat und alles. Naja, egal. Was willst du machen? Dann wollte ich euch noch ein kurzes Update geben, was das Lesen betrifft. Und zwar habe ich Broken Darkness fertig gelesen. Video ist ja inzwischen auch schon online. Ich fand das Buch im Großen und Ganzen wirklich gut. Hat mir gut gefallen. Es gab so 2, 3 Kleinigkeiten, die mich so ein bisschen gestört haben. Wie so manche Aussprüche von ihr. Oder halt auch so bestimmte Dinge, die sie dann getan hat in dem Buch. Fand ich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Aber gut, das war halt so. Ich bin sehr gespannt auf den zweiten Teil. Das Ende hat einen mega fiesen Cliffhanger, also wirklich einen richtig, richtig fiesen, fiesen Cliffhanger. Und ja, ich muss auf jeden Fall wissen, wie es weitergeht und bin da schon sehr gespannt drauf. Und ja, ich freue mich auf Februar, denn da kommt jetzt der zweite Teil ja auch schon raus. Und ja, das habe ich beendet und dann habe ich gestern angefangen zu lesen Keep von Helena Hunting. Ich habe dort die ersten 170 Seiten gelesen, also fast die erste Hälfte und oh mein Gott, ist dieses Buch gut. Ah, ich habe ja Stay schon total gefeiert und ich feiere auch Keep total. Ich habe wieder so viel gelacht bisher in dieser Geschichte und die Charaktere sind wieder so toll und ah, ich freue mich so. Ich bin wirklich happy mit dem Buch. Ich habe ja, wie gesagt, so ein bisschen gerade so eine Leseflaute und bin nicht richtig so in Stimmung gewesen zum Lesen, aber wo ich das hier gestern gelesen habe, ich konnte es nicht weglegen. Ich habe dann die Nacht aufgehört zu lesen, irgendwann 0 Uhr, weil ich einfach zu müde war. Und ich werde hier auf jeden Fall heute noch weiterlesen, wenn ich dazu komme. Und ja, es ist eine richtig, richtig tolle Geschichte. Ich liebe sie jetzt schon und ich liebe Lexington und ach, es ist einfach so toll. Und Amelia ist auch so toll und ach, es ist eine richtig gute Geschichte. Ich bin gespannt, was jetzt hier alles noch passiert und freue mich dann, wie gesagt, schon weiterzulesen. Und oh mein Gott, es ist so gut. In diesem Buch geht es ja um Amelia, die beste Freundin von Ruby aus dem ersten Teil. Und Amelia hat ja einen Verlobten und die beiden heiraten jetzt. Und auf der Feier dann quasi betrügt er sie. Und wie er sie betrügt. Oh mein Gott, das ist so typisch Helena Hunting, so ein richtiger Fremdschämen-Moment. Man kann sich so richtig in die arme Amelia hineinversetzen und denkt sich so, oh mein Gott. Oh mein Gott, die arme, arme Sau. Also wirklich, das ist so heftig. Und ja, Amelia, wie gesagt, möchte daraufhin die Ehe annullieren lassen und denkt sich aber so, ja, was mache ich denn jetzt? Und sie braucht eigentlich Abstand von allem. Und dann sagt ihre Freundin Ruby, hey, willst du nicht auf deine Hochzeitsreise gehen? Alleine? Du hast doch den Reisepass von deinem Ehemann. Das heißt, er kann dir ja nicht hinterher. Ja, und so beschließt Amelia, auf Hochzeitsreise zu gehen. Und ja, im Flugzeug, oder besser gesagt, am Flughafen trifft sie dann auf Lexington Miles. Das ist der Bruder von dem Freund ihrer besten Freundin. Von Bancroft, der Bruder. Und Lexington und sie, ja, hatten eine gewisse Situation auf der Hochzeit, wo ich jetzt nicht näher drauf eingehen möchte, weil das auch einfach so
Fremdschämen-momentartig ist, das müsst ihr selber lesen. Ja, und auf jeden Fall treffen die beiden dann am Flughafen aufeinander und stellen fest, dass sie das gleiche Reiseziel haben. Und Lexington fährt halt zum Arbeiten dort runter, weil sein Vater gesagt hat, aufgrund dessen, was halt auf der Hochzeit passiert ist, so jung, geh mal ins Ausland und kümmere dich um unsere Hotels dort. Geh mal ein bisschen aus der Schusslinie, dass du jetzt nicht hier irgendwie noch mit diesem Skandal irgendwas zu tun hast. Und ja, es ist halt wirklich doofer Zufall, dass die beiden sich da treffen. Das ist von keiner Seite irgendwie geplant. Und ja, was die beiden dann halt dann so erleben, das ist es halt, worum es in Keep schlussendlich geht. Und es ist einfach eine so tolle Geschichte. Ich feiere das so sehr. Auch das, was ich gestern Abend noch gelesen habe. Ich habe so gelacht. Ich habe einfach so mega gelacht die ganze Zeit. Es ist einfach ein tolles Buch. Und mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Mehr gibt es dann, wenn ich es beendet habe. Und ja. So viel zum Lesen. Ich habe bis jetzt diesen Monat 6 Bücher gelesen. Ich werde Keep auf jeden Fall im Januar noch beenden. Dann habe ich 7 Bücher gelesen diesen Monat, trotz halber Leseflaute, was mich echt erstaunt. Aber es waren halt auch alles echt Liebesromane. Ich habe diesen Monat nur Liebesromane gelesen, nichts anderes. Und ich glaube, das war halt auch echt das, was ich so diesen Monat einfach mehr brauchte. Und ja, wenn ich Keep gelesen habe, werde ich, glaube ich, auch noch Cinder und Ella hinten dran hängen, wenn ich meine Rezi-Exemplare dazwischen komme. Denn ich bekomme auf jeden Fall Golden Dynasty vom HarperCollins Verlag als Rezi-Exemplar. Ich kriege das neue Buch von der Jackie Fellgood als Rezi-Exemplar. Da freue ich mich auch schon sehr auf die Geschichte. Aber die Bücher von Jackie sind ja immer nicht so mega lang. Also die hat man ja wirklich sehr, sehr schnell gelesen. Und dann bekomme ich eventuell noch Brave, den dritten Teil von der Wicked-Reihe als Rezi-Exemplar. Das weiß ich allerdings noch nicht. Und dann muss ich den ja halt auch noch gleich mitlesen. Und ja, mal gucken. Schauen wir mal. Aber ich freue mich schon sehr auf diese ganzen Bücher. Und ja, jetzt wie gesagt, werde ich mich mit Oma treffen, ein bisschen spazieren gehen mit ihr. Und dann werde ich heute schneiden, weil ihr wollt ja morgen auch noch ein Video haben von mir. Ich habe ja gesagt, sonntags lade ich immer eins hoch. Oder ich versuche es zumindest. Und ja, schauen wir mal. So, mehr kann ich jetzt auch nicht erzählen. Mehr ist bei mir auch nicht passiert in meinem Leben. Ich würde sagen, ich melde mich später wieder. Und ja. Mehr gibt es von mir jetzt auch nicht zu erzählen. Ich gehe jetzt wirklich spazieren, gehe mal in die Luft und ich würde sagen, bis später. Hallo ihr Lieben, heute ist der 1. Februar und ich habe mich ganz lange nicht gemeldet. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Update gegeben habe. Ich glaube, das ist schon eine Woche her jetzt so ungefähr. Und ja, mir ging es die ganze Woche auch nicht so gut. Also ich war ein bisschen krank. Nicht richtig, richtig doll krank, aber so ein bisschen krank, dass es einem richtig bad geht. Aber es war jetzt nicht so schlimm, dass ich nicht hätte arbeiten gehen können. Es war einfach eine komische Woche, sagen wir es so. Ich habe aufgrund dessen auch nicht wirklich was gelesen. Ich habe erst gestern angefangen weiterzulesen mit Entführt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich euch schon von dem Buch erzählt habe, dass ich es lese. Also ich habe angefangen mit dem Sammelband von Entführt und lese jetzt gerade den ersten Teil, Bis du mich liebst. Und dann ist ja hier noch der erste Teil aus seiner Sicht mit dran, Bis in die dunkelste Nacht. Ich weiß jetzt auch noch nicht, ob ich gleich beide Teile lesen möchte, so am Stück. Im Moment tendiere ich eher so zu nein. Das Buch gefällt mir bisher ganz gut, es haut mich bis jetzt aber nicht aus den Socken. Also ich hoffe, dass da jetzt noch so ein bisschen was kommt. Der erste Teil hat, glaube ich, auch nur so um die 350 Seiten und der Rest ist dann der zweite Teil von diesem fetten Klopper hier. Ich kann nur sagen, dass ich echt Schwierigkeiten habe, beim Lesen dieses Buch zu halten. Es ist einfach so monströs, mega fett und schwer. Und ja, ansonsten, wie gesagt, zur Geschichte kann ich noch nicht allzu viel sagen. Bis jetzt gefällt es mir ganz gut, auch wenn ich schon ein paar Mal so mit dem Kopf geschüttelt habe und die Augen verdreht habe und dachte so, boah, Mädchen, alter Falter. Aber gut, wer weiß, wie ich in dieser Situation reagieren würde. Ich hätte mich wahrscheinlich gar nicht aus in diese Situation gebracht. Aber lassen wir das. Das ist ein ganz anderes Thema. Ja, ansonsten lese ich auch nichts weiter. Ich habe ja Keep noch gelesen als letztes und jetzt, wie gesagt, Entführt. Ich habe gestern Abend noch das neue Buch von der Jackie bekommen. Also von Jacqueline Fellgood. Und zwar ist das Sehnsucht nach Sommer. Wartet mal, ich kann es euch ja mal zeigen. Genau, da ist es, das gute Stück. Ich finde das Cover echt richtig, richtig schön. Mir gefällt das mega. Und ja, das Buch hat sie mir gestern Abend geschickt. Sie meinte, sie hätte es mir schon vor 14 Tagen geschickt. Ich habe aber keine Mail von ihr bekommen. Was ein bisschen blöd ist, da ich jetzt ein bisschen unter Zeitdruck stehe, das Buch schneller zu lesen. Weil eigentlich habe ich extra gesagt, ich schaffe es nicht vor Mitte Februar, damit ich mir entspannt Zeit lassen kann, weil ich ja momentan nicht so im Lesefluss bin. Und naja, jetzt habe ich es 2 Wochen später und jetzt muss ich es schneller lesen. Naja, egal. Aber ich freue mich auf jeden Fall schon auf das Buch von Jackie. Ihr wisst, ich mag Jackie, ihre Bücher total. Ich bin... Was? Mein Handy vibriert. Was ist hier los? Wartet mal. Das ist, wenn man das Handy dann in die Hand hat.
Ihr wisst, ich bin ein riesiger Fan von Jackie und ich freue mich auch schon sehr auf ihr neues Buch. Und ich werde euch natürlich dann berichten, wie es mir gefallen hat. Und ja, mehr gibt es an der Bücherfront auch nicht zu erzählen im Moment. Ich habe mir gestern noch zwei neue Bücher bei Thalia bestellt. Das zeige ich euch dann aber, wenn die ankommen, was das genau ist. Dann kann ich nämlich mal wieder was mit euch zusammen auspacken. Weil seitdem ich nicht mehr wirklich Rezi-Exemplare kriege, kann ich mit euch gar nichts mehr auspacken, habe ich festgestellt. Das ist irgendwie doof. Deswegen verrate ich jetzt nicht, was ich bestellt habe und packe das dann mit euch aus. Ansonsten habe ich die Woche auch nicht viel gemacht. Wie gesagt, ich habe so ein bisschen vor mich hin vegetiert nach Feierabend, weil es mir nicht so gut ging. Und habe Fernsehen geguckt. Ich habe mit You angefangen. Du wirst mich lieben, heißt das, glaube ich. Und ich muss sagen, dass die Serie gar nicht so schlecht ist. Also ich finde die jetzt nicht so verkehrt. Ich finde das gut gemacht, so dass er halt auch immer noch so erzählt und so. Und dann sie halt erzählt. Und ja, wie gesagt, die Serie finde ich nicht schlecht. Muss ich auch mal weiter gucken. Da fehlen mir, glaube ich, noch 3 Folgen oder so. Dann bin ich mit der ersten Staffel fertig. Und ja, mehr habe ich nicht getan die Woche. Ich habe mit dem Arena Verlag nochmal geschrieben, weil immer noch die Bücher für das Gewinnspiel nicht angekommen sind nach 14 Tagen. Und ich habe dann mal eine Mail hingeschickt und dachte so, bei der Antwort, ja, typisch Verlag. Habe ich dann die Antwort bekommen, ja, wir haben das Paket noch gar nicht losgeschickt, weil das eine Buch erscheint ja erst am 18. Februar. Deswegen können wir das Buch noch nicht verschicken, weil es noch nicht da ist. Und ich denke mir so, yay, danke für die Info. Das ist so typisch Verlage. Ich weiß, die haben mega viel zu tun und ich weiß, dass wir kleinen Blogger da wirklich an unterster Stelle stehen, aber wenn ich jemandem eine Zusage mache und sage, ja, ich schicke dir was, kann ich dann nicht eine Mail hinterher schicken und sagen, sorry, das Paket geht erst in 4 Wochen raus, weil das eine Buch noch nicht erschienen ist? Das fand ich dann irgendwie ein bisschen doof, aber naja, gut, so ist das halt. Ja, jetzt warte ich aber auf jeden Fall noch auf 2 Bücher vom Arena Verlag, weil mir haben sie dann gesagt, sie schicken die 2 Bücher, die schon erschienen sind, die schicken sie schon raus und das eine schicken sie dann nach. Das heißt, das eine Buch werde ich dann im Gewinnspiel nur einblenden und das kommt halt erst Mitte Februar raus. Wenn ich die 2 Bücher vom Arena Verlag habe, werde ich auch sofort das Gewinnspiel drehen, weil ich möchte das endlich online bringen. Mich nervt das so, dass ich seit 4 Wochen hier teilweise die ganzen Bücher rumliegen habe und ich das Gewinnspiel nicht drehen kann, weil immer noch irgendwas fehlt. Und mich nervt sowas. Kennt ihr das? Ich bin da so ein Mensch, ich bin dann sehr schnell genervt, wenn nicht immer alles sofort und gleich passiert. Ich bin da total ungeduldig. Und ja, deswegen hoffe ich jetzt, dass die Bücher dann Anfang nächster Woche kommen, dass ich das Gewinnspiel drehen kann, dass das online geht, dass ich da so einen Haken für mich dran machen kann. Und ja, ich muss ja dann auch die ganzen Verlage alle noch anschreiben, denen das Video wieder schicken und das gehört ja auch alles nochmal so da dazu. Also vom rein organisatorischen her war das jetzt echt die letzten Wochen ein Graus, was das betraf. Also wirklich, ich bin, was das betrifft, wirklich froh, wenn es vorbei ist und ihr alle eure Gewinne habt, diejenigen, die dann gewinnen werden. Und ich warte auch immer noch auf ein Paket vom Piper Verlag. Die wollten mir auch noch ein Buch schicken. Aber da habe ich auch nichts mehr gehört. Den habe ich dann geantwortet. Und auf meine Antwort kam nichts mehr. Das ist jetzt auch 10 Tage her. Ich habe kein Buch bekommen. Ich habe keine Antwort bekommen. Keine Ahnung, ob die jetzt was schicken werden. Ob das Buch, was sie eventuell geschickt haben, weg ist oder auch nicht. Oder ob das Buch vielleicht auch aus dem nächsten Monat kommt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt aber auch keine Lust mehr, da noch hinterher zu rennen. Deswegen warte ich jetzt einfach ab. Und wenn dieses Buch nicht ankommt, bis die Bücher vom Arena Verlag da sind, dann verlose ich das extra. Das ist mir dann Wumpe. Also ehrlich, das geht mir so auf den Keks, diese ganze Kacke. Mann, jetzt heule ich euch schon wieder die Ohren voll. Aber kennt ihr das? Immer wenn ich nicht richtig fit bin und irgendwie ist meine Brille schief. Immer wenn ich nicht richtig fit bin und wenn ich eher so kränkel und es mir nicht gut geht und ich Hunger habe und alles so mäh ist, dann fange ich immer an zu meckern. Dann fange ich immer an, über Gott und die Welt zu meckern und alles ist doof und alles ist schlecht und alles geht mir auf den Sack. Und dann fange ich richtig an zu meckern und dann muss ich immer an allem rumnölen und das nervt mich an mir selber so total. Und ja, ich höre jetzt auf mit dem Gemeckere. Ich könnte jetzt weiter meckern und sagen, ja, es ist ja auch die Woche noch mein Paket zurückgekommen, was ich an die Sina geschickt habe, weil sie ja Geburtstag hat nächste Woche. Und ich schicke es an eine Packstation und kriege es zurück mit dem Vermerk, Name nicht am Klingelschild, Briefkasten. What the... Was stimmt mit der Deutschen Post manchmal einfach nicht? Ja, jetzt habe ich eine Beschwerde geschrieben an die Post, weil ich das jetzt gar nicht einsehe, nochmal 7,50 Euro Versandkosten zu bezahlen. Damit, dass es dann vielleicht wieder nicht zugestellt werden kann. Ich habe keine Ahnung. Und ja, jetzt warte ich auch da ab, was dafür eine Antwort kommt. Ich habe das Sina schon gesagt und die hat dafür auch Verständnis. Und wir warten jetzt mal ab, ob ich da vielleicht einen kostenfreien Versandschein kriege oder so. Das wäre ja ganz gängig, weil dann könnt ihr das einfach damit nochmal zuschicken und müsst jetzt nicht nochmal 7,50 Euro lösen. Ich bin ja nun auch nicht Krösus, ne? So,
Ja, jetzt habe ich genug gemeckert, aber mehr kann ich euch eigentlich auch nicht erzählen. Mehr ist die Woche nicht bei mir passiert. Ich bin nach Hause gegangen, habe mich auf die Couch gelegt, habe Fernsehen geguckt oder habe ein bisschen PlayStation gespielt, aber gelesen habe ich halt nicht wirklich, weil ich auch einfach den Kopf nicht dazu hatte. Und ich bin heute auch eher nach Hause gegangen, weil es mir nicht gut ging. Also gestern auch schon. Ich habe mir da jeweils einen halben Tag Urlaub mal gegönnt und bin nach 4 Stunden gegangen, um mich einfach so ein bisschen mal auszuruhen. Das hat auch ganz gut getan. Ich warte jetzt gerade auf meinen Mann, dass der nach Hause kommt, dass ich nochmal in die Kaufhalle gehen kann, weil Milo bleibt ja nicht alleine. Deswegen muss ich immer warten, bis er wieder da ist, bevor ich in die Kaufhalle gehen kann. Ach, es ist so schön mit dem Hund. Und ja, dann werde ich mir was zum Mittag machen und dann schauen wir mal. Heute Abend werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen streamen. Entweder spiele ich Red Dead oder Kingdom Hearts. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Ja, jetzt labere ich schon wieder viel zu viel und viel zu lang. I'm so sorry. Ich würde sagen, ich melde mich später. Bis dann. Ihr Lieben, als allererste kleine Anmerkung, ich bin krank. Und mir geht es auch total kacke. Aber ich dachte mir, ich gebe jetzt hier noch kurz dieses Update, bevor es mich komplett dahin brettert. Ich weiß noch nicht, ob ich morgen zum Arzt gehen sollte oder nicht. Ich muss noch was auf Arbeit machen. Und meine 2 Kollegen sind auch krank. Und dann wäre ein Kollege von mir alleine. Und das will ich eigentlich auch nicht. Aber eigentlich fühle ich mich auch echt kacke. Und ja, jetzt weiß ich nicht so wirklich, was ich machen soll. Naja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Ich nehme mal an, das wird das letzte Update für dieses Video werden, weil ich jetzt nicht weiß, wenn es mich die nächsten Tage dahin rafft, ob ich dann ja nochmal ein Update geben kann. Auf jeden Fall, ich habe das Buch von der Jackie fertig gelesen, Sehnsucht nach Sommer. Das Video müsste ja auch inzwischen schon online sein zu dem Buch, weswegen ich eigentlich auch nichts weiter zu dem Buch mehr sagen kann, außer dass es wieder eine richtig süße, goldige, niedliche Liebesgeschichte war aus dem Hause Jacqueline Fellgut und das war wieder genau das, was ich erwartet habe und es war wieder ein richtig goldiges Buch. Bei Entführt habe ich nicht weitergelesen bisher. Ich bin in den letzten Tagen mal wieder nicht so wirklich zum Lesen gekommen und jetzt hatte ich Jackie ihr Buch und das hatte Vorrang für mich. Und ja, also lesetechnisch war es das eigentlich auch schon an Updates. Ansonsten habe ich jetzt heute mal einen freien Nachmittag gehabt. Mein Wuff ist noch bei meiner Mutti, den holt mein Mann jetzt ab. Und dadurch konnte ich mich jetzt mal nach Feierabend auf die Couch legen und nichts machen. Es hat echt gut getan. Und habe überlegt, was ich jetzt mache. Und habe dann, nachdem ich was gegessen habe, mich auf die Couch gelegt und habe Your Name geguckt. Diesen Anime vom letzten Jahr ist der, glaube ich, rausgekommen. Und mein Gott, ist das ein schöner Film. Ist das ein wahnsinnig schöner Film. Er hat so seine Momente, wo du dir denkst, so ja, okay, typisch Anime. Aber ich finde den Film mega, mega gut. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Story ist der Hammer. Es ist absolut total süß gemacht. Es ist einfach eine wahnsinnig tolle Geschichte und jeder, der Netflix hat und Animes mag, sollte sich Your Name auf jeden Fall angucken. Den Film sollte man sich nicht entgehen lassen und ja, das habe ich jetzt gemacht und ich habe vorgestern schon Post bekommen und habe sie aber nicht ausgepackt, weil ich einfach irgendwie keinen Kopf dazu hatte und habe hier noch 2 Pakete liegen mit Büchern und die wollte ich jetzt mit euch noch auspacken, allerdings muss ich erstmal den Stapel da wegräumen. Das sind die Bücher fürs Gewinnspiel. Das habe ich ja am Wochenende gedreht. Und das Video ist leider nicht so schön geworden, wie ich wollte, weil es mir halt auch einfach nicht gut geht. Nur ich wollte jetzt halt auch einfach nicht noch eine Woche oder 2 Wochen warten, bis ich das Video drehe, bis es mir vom Kopf her auch wieder gut geht. Und ja, deswegen ist das Gewinnspielvideo nicht so gut geworden, wie ich eigentlich wollte. Aber ich denke, der Sinn der Sache, ihr kriegt Bücher geschenkt, ist daraus rausnehmbar und ja, ich denke, es erfüllt seinen Zweck. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich packe mit euch die Bücher jetzt mal noch zusammen aus, damit ihr up to date seid, was hier so bei mir eingezogen ist. Und ja, mal gucken, was ich dann morgen mache, ob ich auf Arbeit gehe oder zu Hause bleibe. Ich weiß es nicht. Ich will meinen Kollegen eigentlich nicht alleine lassen und das ist echt immer so eine Kacksituation. Kennt ihr das, wenn es einem richtig kacke geht, aber schon die Hälfte deiner Kollegen krank ist? Und ich meine, wir sind in meinem Team an für sich sind wir 12 Leute, aber in dem Bereich, was wir machen, sind wir halt nur 4. Und wenn von 4 schon 2 fehlen und es sind nur noch 2 da oder fällst du auch noch weg, ist das echt kacke, dann da alleine zu sitzen. Und ja, es wird aber irgendwie immer schlimmer und ich habe Angst, dass ich es echt verschleppe. Und wenn du es verschleppt hast, dann dauert es ewig, 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 ehe das wieder weggeht. Und ja, deswegen
überlege ich mir, was ich mache, aber jetzt packen wir noch fix ein paar Bücher aus. Wie machen wir das denn jetzt hier wieder? Wartet mal. Ich bin zwar jetzt relativ dunkel, aber das geht. Das ist Paket Nummer 1. Das habe ich bestellt beim Thalia. Und ich mache mal auf. Hier ist ja Gott sei Dank immer so ein Bändchen dran zum Aufmachen. Oh, da haben wir sie, die Schätzchen. Das erste Buch, was ich mir gekauft habe, Das Licht des Ozeans von der Lini Singh. Ich weiß nicht, wie viel Detail der Gestaltenwandlerreihe. Ich musste dieses Buch unbedingt haben. Ich liebe die Gestaltenwandlerreihe, wie ihr wisst. Und ja, deswegen ist das Licht des Ozeans auf jeden Fall bei mir eingezogen. Es geht hier um den Chef des Menschenrechtsbundes. Sein Name war gleich noch Bowen. Bowen Knight, genau. Und ja, hier geht es um Bowen Knight und Bowen kennt man schon seit, ich glaube, 10 Büchern oder so. Und deswegen ist es jetzt cool, dass man hier die Geschichte von ihm hat. Und ich bin schon sehr gespannt und ja, ich freue mich auf Das Licht des Ozeans von Nalini Singh. Das ist Schätzchen Nummer 1, was ich mir gekauft habe. Und Schätzchen Nummer 2. Tada! Der vierte Teil von True North. Ich sag es euch, Deluxe-Bücher wieder, gell? Die sind mein Tod. Die Gestaltmantelrei ist ja auch Lux. Ah. Ja, auf jeden Fall habe ich mir den vierten Teil der True North-Reihe oder der... Wie heißt es in Englisch eigentlich nochmal? Ich weiß gerade nicht mehr, wie die englische Reimbezeichnung ist. Im Deutschen auf jeden Fall die True North-Reihe. Und ich freue mich schon sehr auf den vierten Teil. Hier geht es ja um Zara. Und ich muss sagen, ich finde die Cover so schön mit diesen Pastellfarben. Und das passt so schön zu den anderen Büchern. Und ja, das habe ich mir auch noch gekauft. Dieses Schätzchen werde ich dann morgen mit auf Arbeit nehmen, sofern ich auf Arbeit gehe. Und werde das meiner Kollegin erstmal ausleihen, weil die freut sich schon wahnsinnig auf dieses Buch. Und ich werde als nächstes erstmal das lesen, was hier drin ist. Schaut euch mal an, wie der Karton aussieht, ey. Das ist hier voll kaputt gegangen, wo das angekommen ist. Also das war schon so, wo das ankam. Und so, jetzt schauen wir mal, was hier drin ist. Briefe. Ah, da ist das Schätzchen. So, ich tue mal den... Also so ein Riesenkarton für ein kleines Buch. Hammerhart. Und zwar ist hier drinne Golden Dynasty von Jennifer L. Armentrout. Oh, ist das kaputt? Nee, ist nicht kaputt. Ist nur Puzzle. So, hier haben wir auf jeden Fall das Schätzchen Golden Dynasty von Jennifer L. Armentrout. Ich freue mich schon wahnsinnig auf dieses Buch. Ich hatte in meinem Neuerscheinungsvideo ja gesagt, dass ich so ein bisschen Angst habe vor der Geschichte, weil das schon so ein bisschen nach Bourbon Kings klingt. Aber wir reden hier von Jennifer L. Armentrout. Also gehe ich von aus, dass das ein mega gutes Buch wird. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie der erste Teil der De Vincent-Saga ist. Und werde euch hier auf jeden Fall ja berichten, wie es mir gefallen hat. Und jetzt ruft Schatzi an. Auf jeden Fall freue ich mich schon mega auf Golden Dynasty. Und ja, ich bin gespannt, wie dieses Buch ist. Und ich werde es euch hier auf jeden Fall berichten, wie mir das gefallen hat. Ist ja ein Resi-Exemplar. Deswegen werde ich dazu auf jeden Fall ein extra Video machen. So, ja, mehr gibt es eigentlich auch im Moment gerade nicht zu erzählen und zu berichten. Bei mir passiert jetzt immer nicht allzu viel. Und ja, ich werde dieses Weekly Reading jetzt an dieser Stelle hier einfach beenden. Ich denke, ich habe genug Material. Ihr wisst jetzt, was ich noch für Bücher bekommen habe. Anfang Februar, ihr seid da jetzt total up to date. Und ja, mehr gibt es an dieser Stelle auch nicht zu sagen. Ich bedanke mich wie immer fürs Gucken. Es kann natürlich sein, dass jetzt mal eine Woche keine Videos kommen. Vielleicht lade ich dann das hier hoch. Dann wisst ihr wenigstens Bescheid, dass ich krank bin, falls nichts kommt. Und ja, wenn jetzt keine Videos kommen, wundert euch nicht. Dann hat es mich komplett dahin gebreddert. Und ja, mehr gibt es jetzt eigentlich im Moment gerade nicht zu erzählen. Meine Stimme ist auch so ein bisschen kacke. Und ja, ich würde sagen, ich bedanke mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut und dann sehe ich nicht mehr aus wie ein Schreckgespenst. Ciao!